Wer ist denn nun Kleopatras Freund, ich oder dieser doofe Dachs? Dabei ist der schwarz-weiße Kopf richtig lächerlich. Cleo findet ihn nur schön, weil sie auch schwarz-weiß ist. Und was der für lange Krallen an seinen Pfoten hat. Wahrscheinlich wühlt er damit im Dreck. Aber das stört Kleopatra anscheinend überhaupt nicht. Ist es denn nicht viel besser, auf Bäume zu klettern, als sich durch die Erde zu graben? Und ist nicht mein Fell seidig, weich und das von dem Dachs hart und struppig und überhaupt? Am Bach verabschiedet sich der Dachs. Kleopatra bedankt sich überschwänglich, besonders für das interessante Gespräch. Und Waldemar murmelt anstandshalber auch ein kurzes Dankeschön. Und dann machen die beiden sich auf den Weg, immer am Bach entlang. Waldemar ist ziemlich schweigsam, weil er sich ärgert. Und Kleopatra ist ziemlich schweigsam, weil sie dauernd an den Dachs denkt und seinen schönen Kopf und seine klugen Gedanken und das anregende Gespräch. Als sie schließlich auf ihrem Ast ankommen, ist die Eule, ihre Freundin, schon weggeflogen. Sie sagen nur kurz Gute Nacht und schweigen weiter. Beide tun so, als wären sie eingeschlafen, aber sie hängen noch lange ihren Gedanken nach. Erst sehr spät in der Nacht schlafen sie ein. Guten Morgen, Waldemar. Guten Morgen, Gräfin Eichenhedwig Eulensophie. Oh, es ist ja schon ziemlich hell. Ja, du hast heute besonders lange geschlafen. Ich konnte gestern Abend nicht einschlafen. Darum bin ich sicher erst zu spät wach geworden. Wo ist denn Kleopatra? Schon weg. Als ich heimkam, ist sie mir begegnet. Ich habe mich auch gewundert, dass sie so früh losflog. Aber sie sagte, sie wollte einen Dachs besuchen, ehe der in seine unterirdische Wohnung kriecht, wo sie ihn nicht mehr erreichen kann. Ein Dachs, so, so. Ich weiß zwar nicht, warum es Kleopatra ausgerechnet zu einem Dachs hinzieht. Ja, manchmal ist sie wirklich komisch. Ich gehe jetzt. Schlaf gut, Gräfin. Willst du nicht auf Kleopatra warten? Sie wird sicher gleich zurückkommen. Es ist ja schon hell. Da läuft der Dachs nicht mehr draußen rum. Auf Kleopatra warten? Die will doch nichts mehr mit mir zu tun haben. Na, na, na. Das stimmt doch sicher nicht. Du, Waldemar, könnte es vielleicht sein, dass du eifersüchtig bist? Aber Waldemar hört diese letzten Worte kaum noch. Er ist schon den Stamm hinunter verschwunden.